Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock. Heute geht es gegen Dynamo Dresden. Es wird natürlich wieder aus dem Off kommentiert. Die vorletzte Folge, in der das der Fall sein wird. Und hier sieht man gerade mal, oder hat man gerade mal gesehen, die Tabelle, beziehungsweise auch unseren Torstand, unsere Tordifferenz. Plus 2 klingt an sich schon mal ganz okay. Wenn man dann aber sieht, 54 zu 52 Tore, da ist irgendwie was nicht ganz richtig. Wenn wir mal ehrlich sind. Aber gut, heute geht es gegen Dynamo Dresden. Die stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Unsere Mitaufsteiger aus der letzten Saison. Das Hinspiel gewannen wir mit einem... Moment, ich hatte es gerade nochmal nachgeschaut, aber jetzt werfe ich gerade die Zahlen durcheinander. Klar, Moment. Vier zu drei haben wir da gewonnen. Ganz knappe Nummer also. Aber immerhin ist da der Sieg rausgesprungen. Von daher wird es jetzt interessant zu sehen, oder interessant sein zu sehen, wie es in diesem Spiel aussieht. Mamba beginnt. Hansa Rostock also hier in den blau-weißen Trikots mal wieder, in den weiß-blauen, sollte man jetzt vielleicht eher sagen. Von rechts nach links in der ersten Hälfte in diesem Ostderby. Wo wir direkt schon mal hier vorne sind mit Nick Omladic. Chippt den Ball in die Mitte, aber Weihrauch kann den rausköpfen und dann ja, wird das relativ souverän runtergespielt hier. Bis der Fehlpass kommt. Und dann ist es Bentley Baxter-Bahn in Minute Nummer 4, beziehungsweise Nummer 5, mit dem 1:0. Den Fehler direkt ausgenutzt. Direktes Umschaltspiel nach vorne. Und Bentley Baxter-Bahn nutzt hier seine Chance. Schönes Zuspiel auch von Strelimamba, der ja sowieso ziemlich auffällig ist in den letzten Spielen und jetzt hier auch als Vorbereiter. Da kann man sich doch mal zurecht freuen. Und Bentley Baxter-Bahn, Entschuldigung. Die Nummer 8 mit Saisontor Nummer 8 in dieser Spielzeit. Merschel. Da ferner. Löwe, wieder auf da ferner, zurück auf Löwe. Und er kriegt sogar die Möglichkeit zu flanken und Merschel mit der Möglichkeit. Also nur knapp 4 Minuten nach der Führung oder nach dem Rückstand in dem Sinne für Dresden hier die erste Großchance durch Merschel. So, wir müssen aber trotzdem nachsetzen. Wir müssen dranbleiben. Und diese Führung direkt mal ausbauen. Stark. Weihrauch. Ehlers. Wieder auf Weihrauch. Und der verliert den Ball gegen Rosbach. Littka. Gut gespielt. Bahn. Mamba. Und der schickt nochmal Bahn. Kein Abseits. Nochmal abgelegt. Und die Möglichkeit für Mamba. Wiegers im Kasten mit der Parade. Lenkt den Ball ab zum Eckstoß. Bahn führt diese auch aus, aber ohne viel oder ohne wirklichen Erfolg. Hanno Behrens hält den Ball hier noch im Feld. Dann wird aber ganz, ganz ruhig hintenrum gespielt. Bloß keinen Ballverlust riskieren. Und da ist der Ball auch verloren. Littka. Behrens. Für Mamba. Und der wieder auf Bentley Baxter-Bahn. Und der nutzt seine Möglichkeit zum Abschluss. Verfehlt das Tor jedoch um... ja, ein paar Zentimeter. Ich
Gefällt mir aber richtig gut, dass das ganze Engagement von Stribamba aus den letzten Spielen jetzt auch auf den Mann hinter ihm so ein bisschen abfärbt. Da ist schon wieder die Möglichkeit und Bahn mit dem Doppelpack. 2:0 durch Bentley Baxter Bahn. Ja, er sieht, dass da die Ecke des Tors etwas freier ist als die andere und nutzt die Lücke perfekt aus. 2:0 Doppelpack in Minute Nummer 19. So kann es gerne weitergehen. Will. Oder will. Da ferner. Und dann ist Xavi Simon im Weg. Sehr, sehr gut. Bahn. Behrens. Oh, in die Spitze hier für Mamba. Und der versucht es. Versucht es ziemlich kunstvoll, ehrlich gesagt. Mit dem Rabona. Kann funktionieren. Aber damit sollte man vielleicht doch noch ein bisschen warten, bis solche Aktionen dann wirklich angebracht sind. Obwohl ich nicht weiß, ob es wirklich Momente gibt, in denen so etwas angebracht ist. Aber kann ja jeder gerne für sich selbst entscheiden. Hanno Behrens hier mit dem Kopfball nach der Ecke auf jeden Fall nicht erfolgreich. Und Wiegers bekommt den Abstoß. So, das gute oder das alte Problem, Xavi Simon mit dem verlorenen Kopfballduell. Den müssen wir vielleicht mal ein bisschen, ich wollte gerade sagen, unter die Arme greifen, aber nein, den müssen wir vielleicht so ein bisschen unter die Füße greifen, dass er an der Sprungkraft so ein wenig arbeiten kann. Aus dem machen wir noch ein Kopfballungeheuer. So, Will. Da ferner. Jetzt kriegen wir den Ball da nicht so ganz raus. Weihrauch, da ferner. Wieder Weihrauch. Da ist Juvara. Und er kommt zum Abschluss und macht das 1:2. Ja, schlecht angegangen hier von Riedl und Kolke lässt dann irgendwie den Kasten ein bisschen zu offen stehen. Wenn der Juvara so ein bisschen mehr entgegengeht, den Winkel verkürzt. Aber der macht die Ecke da sogar noch auf in dem Moment. Da passte in der Situation bei uns nicht wirklich was zusammen. Deswegen muss es jetzt weiter nach vorne gehen. Littka. Ehlers. Weihrauch. Juvara. Und Mörschel. Innerhalb von, ja, 2 oder 3 Minuten gleicht Dresden hier aus. 2:2. Und was am Anfang bei uns gut lief, läuft jetzt eben bei Dresden gut. Direktabnahme von Mörschel und Kolke, ja, schon fast chancenlos. Und so steht es dann nach etwas mehr als einer halben Stunde 2:2. Mamba. Für Omladic. Der braucht den Ball auf dem linken Fuß. Neidhardt. Da ferner. Juvara und Mörschel. Mörschel nochmal. Sehr gut hier gemacht, Riedl dazwischen. Und jetzt geht es wieder nach vorne. Wieder Omladic. Versucht
Xavi Simon anzuspielen. Verteidiger ist da noch dazwischen. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Über Merschel und Juvara stark auch noch mit dabei. Und natürlich auch Weihrauch. Da ferner wieder. So, der landet im Aus. Gibt den Einwurf. Da wird Simon ein bisschen härter angegangen. Gibt direkt den Freistoß für uns. Schnell ausgeführt. Nur um dann direkt hier im Mittelfeld den Ball wieder zu verlieren. Stark. Weihrauch. Merschel. Steckt ihn durch für da ferner und der trifft die Latte. Situation ist noch heiß. Merschel. Weihrauch. Da ferner. Und dann pfeift der Schiri ab. 2:2. Endet die erste Halbzeit. Was für ein... Ja, was für ein... Ein Schusswechsel, wollte ich gerade schon sagen. Aber das klingt sehr, sehr falsch. Gut, wir wechseln. Munsi für Mamba. Ansonsten bleibt bei uns alles, wie es ist. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob vielleicht bei Dresden noch was passiert ist. Aber nein. Weihrauch. Ja, Littka mit dem Ballgewinn. Und dann eine unnötige Aktion von ihm. Weihrauch. Merschel. Ehlers. Juvara, Weihrauch und nochmal Juvara. Mit dem Versuch wieder die Latte. Stark. Will. Simon dazwischen. Leitet somit auch direkt den Angriff ein. Munsi. Für Bentley Baxter. Bahn, der hat schon zwei Tore. Und dieses Mal verhindert Ehlers einen weiteren richtigen Abschluss. Will. Nimmt Löwe mit. Wieder auf Will gespielt. Aber Neid hat dazwischen. Neidhardt. Ja, und dieses Ruckeln ist halt auch immer noch da. Zumindest in diesen Aufnahmen. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, wenn ich mich wieder richtig ransetze. Und da muss Kolke eingreifen bei dieser Flanke. Ja, es sind wirklich diese zwei Situationen. Nein, diese 1 gegen 1 Situation, in denen der Ball involviert ist, die machen immer noch Probleme hier für die Framerate. Aber auch nur zu Beginn der zweiten Hälfte. Ansonsten funktioniert es halt. Was ich immer noch sehr, sehr merkwürdig finde. Und da ist da ferner durch. Gegen Rosbach. Da ferner und Kolke. Ja, und der sieht nicht sehr begeistert aus hier. 60. Minute und es gibt den Eckball für Dresden. Stark. Xavi Simon köpft den raus. Aber Situation immer noch nicht bereinigt. Da ist noch Dresden im Ballbesitz. Merschel. Juvara. Will. Immer noch Will. Legt den nochmal in die Mitte und da ferner. Also mittlerweile können wir uns echt glücklich schätzen, dass es noch 2:2 steht. Und mal wieder gegen den Tabellenletzten. Das Problem haben wir öfter schon gehabt. Dass genau die uns jedes Mal ein Bein stellen. Mai. Löwe. Ja, und da sieht man es auch. In den letzten 15 Minuten 66:33% Ballbesitz. Das sagt schon eine Menge aus. Und Kolke jetzt wieder. Behrens. Wir holen uns nochmal den Freistoß. Alles klar. Und ich glaube, es könnte ein Zeitpunkt sein zum Wechseln. Macht aber einfach niemand hier.
So, Freistoß relativ unnötig gelaufen. Meier. Und der Fehlpass hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Da Ferner. Wieder da Ferner. Meier dazwischen. Will. Mörschel. So, das macht Riedel richtig gut. Jetzt muss es nur irgendwie nach vorne gehen, über Bahn. Aber da läuft gar nichts mehr zusammen. Zumindest nicht mehr so, wie es zu Beginn dieser Partie noch funktioniert hat. Will. In Flankenposition bringt den Ball auch rein und Juvara mit dem Kopf zum 3:2. Dynamo Dresden dreht das Spiel in der 73. Spielminute. Ja, wird aber auch gar nicht so richtig angegangen von Behrens und von der Nummer 23, die immer noch Meier sein dürfte. Und da liegt man dann gegen das Tabellenschlusslicht hinten. Behrens. Simon. Munzi. Ja, auch die Pässe wieder, ne? 100. Also über 150 zu nicht einmal 100. Und da muss Kolke wieder eingreifen. Fast noch das 2:4 aus unserer Sicht. Und jetzt wird gewechselt. Juvara geht runter. Für ihn kommt Sohm. Während Will hier gerade noch die die Ecke ausführt. Da ist Sohm auch direkt. Will. Löwe. Da Ferner. Macht das gut und Kolke. Der wirft sich jedes Mal irgendwie in den Schuss und es funktioniert so häufig einfach, dass wir in der Situation dann auch ohne Gegentor bleiben. Mai. Mörschel. Will und das ist wieder Kolke. So, jetzt geht bei uns auch der Doppeltorschütze runter. Bentley Baxter-Bahn raus und Ulrich Barpo übernimmt hinter Rich Munzi. So, keine 10 Minuten mehr auf der Uhr. Löwe legt nochmal ab und wieder Kolke. So, nächster Wechsel rein für Behrens und bei Dresden kommt Hosina für Mörschel und hat auch direkt die Möglichkeit nach dem Eckball hier Hosina per Kopf. Zum Glück für uns aber übers Tor. So, Meier. Ehlers gegen Littger mit dem Ballgewinn. Meier geht hin und holt den Einwurf sogar noch für uns raus. Rein. Barpo auf Littger. Moritz Littger. Legt nochmal in die Mitte. Da fehlte aber so ein bisschen Wumms hinterm Ball. Barpo hat keine Chance dran zu kommen und Mike kann klären. Jetzt Dresden schon wieder vorne mit Hosina und einem starken Pass auf Stark. Da Ferner. Löwe, Stark, wieder da Ferner. Wieder Stark, wieder Hosina. Nochmal Hosina und da ist da Ferner. Mit dem nächsten Pfostentreffer und Kolke holt das Ding nochmal von der Linie. Ja. Und nach 92 Minuten ist dieses Spiel dann vorbei.
Wir verlieren gegen den Tabellenletzten aus Dresden mit 2-3 und ja. Das war nix. Also das war für die ersten 20 Minuten richtig was. Und danach ging es einfach nur noch bergab. Die Videolänge hier bei mir gerade zeigt 20 Sekunden an. Ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann gegen Werder Bremen geht. Das kann ich schon mal sagen. Also, bis dahin. Und ciao.